Willkommen zu iPhones24 Audi Karriere. Wir sind heute in Las Vegas und ich freue mich wirklich enorm, denn ja, ich glaube tatsächlich, heute könnte es fette Punkte abgeben. Guckt gerne oben rechts vorbei, da habe ich euch natürlich die gesamte Playlist verlinkt. Und vergesst auch nicht, gern kostenlos zu abonnieren. Und hier gucken wir uns die Strecke am Strip. 6,1 Kilometer, 17 Kurven und 2 DRS-Zonen. Wir machen die Strecke, ja, die umgedrehte Sau hier, wenn wir es auf ganz hardcore sagen wollen, machen die Strecke hier wirklich zu einer sehr, sehr spaßigen Angelegenheit. Aber ja, Regen in der Wüste, das ist auch was Neues für mich, Leute. Jetzt geht's mal rein in meinen zweiten Run, das seht schon beim Einlenken. Es ist sehr, sehr rutschig, es ist sehr, sehr slippy und ich habe Traktionskontrolle mittels Selbstschalten, Selbstbremsen und KI auf 97, falls euch das fragt. Die erste Kurvensektion war ziemlich okay, 2/10 konnte ich finden und wir haben hier viel Platz tatsächlich, weil sich da vorne unnormal viel getummelt tut. Weiß nicht genau, warum man da nicht abbremsen kann, obwohl er noch über eine Minute auf dem Zeitentableau ist. Aber das, ja, lässt mich jetzt mal außen vor. Lewis Hamilton nur auf dem 11. Platz und wir sind 3/10 schneller als Kevin Magnussen auf P10. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen, würde ich fast sagen. Hier ein bisschen gerutscht, weil ich da fett über den Körper drüber gefahren bin. Den Scheitel ordentlich erwischt und da sind wir auf 3/10. Na, Exit war nicht so toll. Hat es ein bisschen rutschiges Scheißerchen gab es hier ein bisschen. Und dann geht es in den harten Bremspunkt hier rein. Nur nicht übertreiben beim Exit, denn die Mauer ist sehr nah am rechten Vorderreifen. Und da komme ich wirklich verdammt gut raus. Und das sieht man auch direkt oben an der Zeit. Über 4/10 jetzt schon. Und dann, ja, da geht noch ein bisschen was. ERS darf ich auch ab und zu benutzen auf der Geraden natürlich. Lewis Hamilton holt die schnellste Rennrunde, gefolgt von Charles Leclerc, der gleich mal eine halbe Sekunde schneller ist. Wir holen hier auch noch einmal die halbe Sekunde raus, aber mal gucken, ob uns das gelingt, ob wir hier noch einmal ein bisschen mehr holen können. Leichter Ditch an die Mauer, es geht in die letzte Schikane rein. 8/10 im Delta, Leute, und auch dieser Exit war sauber. 9/10 im Delta, jetzt wird noch das restliche ERS hier verbrannt und wir gehen über eine Sekunde. Das ist eine tatsächlich bombastische Verbesserung. Mal gucken, wo wir starten werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Oscar Piastri startet aus der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Fernando Alonso, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Ocon, Magnussen, Gasly, der Professor, Verstappen, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, Bottas, Joe, Stroll, Sargent, ein Wagen des neuen Teams und Daniel Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das ist eine Klatsche für Chano, mir, dass der so weit hinten startet. Ich bin froh, Gott froh, dass heute kein Regenrennen ist, weil das wäre dann doch ein bisschen außergewöhnlich. Aber auch das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, wenn es schon mal im Qualifying in Las Vegas, mitten in der Wüste von Nevada regnet. Ein-Stop-Strategie, auch klar, 18 Runden sind es nur zu gehen, hier bei 35% Rennen. Und wir sind hier mittendrin. P12, es ist eine eher mittelmäßige Ausgangssituation. Ich würde sagen, lights out und let's go. Ab ins Rennen hier von Las Vegas. Wir kommen verdammt gut weg. Pierre Gasly lassen wir direkt stehen. Auch hier Lewis Hamilton. Der ist aber... Oh, da gibt es eine ganz minimale Berührung mit Carlos Sainz. Aber ich wollte auch... Habt auch direkt zurückgesteckt. Das tut mir auch leid. Aber ich glaube, da hätte es auch eher Schaden an meinem Frontflügel gegeben wie an seinem Diffuser. Der Exit auch hier war sauber, gut gelöst. Da geht es dreifach nebeneinander vorne rein. Bevor wir uns hier noch einmal die Start, ja, Replay angucken. Wir sind nicht hinter der Kurve, aber das finde ich auch sehr absurd. Ich meine, ja, es ist klar, wenn du da halt weit hinten startest, aber es ist halt echt komisch, oder? Wenn du da in der Kurve startest, das geht hier in Turn 1 rein. Es hat hier zwar ein paar Funkenflüge gegeben, aber das war kein Flügelschaden von Lewis Hamilton, wenn du das nochmal genau drauf guckst. Da ist alles noch drauf. Also das war nur eine, ja, enge erste Kurve. Hier gehen wir dann rein. Da sehen wir auch, wie sich die alle da treffen und wie nah man hier wirklich an die Mauer drankommt. So, und hier sind wir noch einmal, Leute. Wir gehen hier jetzt all in. Können wir Carlos Sainz hier irgendwie, ja, das Leben schwer machen? Doch. Da ist die Tür offen, Leute. Außen jetzt noch Russell. Okay, nein, das war jetzt ein bisschen
zu optimistisch, würde ich fast sagen, aus dieser Kurve raus und wir sind auf P7. Fast schon halbiert, das ist echt traumhaft, was hier passiert. Es ist tatsächlich spaßig und es macht halt wirklich, die Fahrer haben sowas wie von recht, dass wenn sie sagen, keine Ahnung, Las Vegas ist eine geile Strecke, dass du halt da wirklich sagen kannst, ja, das stimmt, das ist es. Und das Gute ist natürlich auch, ja, in meinem Fall, der Cheatcode. Ich meine, wir sind so verdammt schnell auf den Geraden und haben 5-0 eingestellt aus Front- und Heckflügel. Also, das ist echt wenig und wir fliegen hier förmlich auf der Geraden. Guck dich mal an, 350 km/h, gelingt uns das Double Overtake hier und tatsächlich, ganz spät reingebrochen, nein, Russell schlüpft durch, Norris konnten wir überholen und es ist schon P6. Wir haben schon unsere Start, ja, Position halbiert und Leute, wir sind tatsächlich auf KI 97 hier unterwegs und da geht es jetzt auch an Russell Richtung Turn 1 vorbei. Also das ist wirklich tatsächlich unfassbar. Probiert er dann noch einmal den Switchback. Ja, da gab es erneut von mir einen leichten Verbremser, aber diesmal reicht es, um P5 zu übernehmen und Russell schlüpft doch jetzt hinter George Russell, hinter Lando Norris zurück. Wir blicken noch einmal auf ein paar Replays und ich bin sowas von stolz. Das heutige Rennen bockt sowas wie von. Hier gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Da gehen wir rein, können da außen noch ein bisschen an Russell, ja, was versuchen. Und dann aus der engen Kurve raus gehen wir auch schon erneut ans Hunting, an den Mercedes, der natürlich zugegebenermaßen, ja, einen der geringsten Topspeed-Anteile der Spitzengruppe. Ja, da muss ich natürlich, ehrlich gesagt, das muss ich ganz klar zugeben, aber es ist generell eine saugeile Sache, wenn du mal endlich ein Auto hast, mit dem was du auch angreifen kannst und nicht immer nur verteidigen musst. Also ich glaube, viele von euch wissen, was ich meine. Wir sind jetzt hier im 22. Rennen und das erste Mal zu erleben, das ist dann schon toll. Ja, da bin ich ein bisschen später an der Bremse und ihr seht es auch, da rutscht innen der George Russell durch. Und Richtung Turn 1 wäre mir fast das gleiche noch einmal passiert. Also wir saugen uns hier wieder dran in die letzte Kurve, saugen uns hier dran, gehen an der Innenseite vorbei, aber da bin ich wirklich ein Ticken zu spät an der Bremse. Musst du einmal kurz aufmachen und da an der Innenseite ist wirklich, du darfst da keine Fehler erlauben. Fernando Alonso, auch der Aston, glaube ich, ist jetzt nicht eine Pace-Maschine auf der Geraden. Kann das reichen mit DRS? Es reicht auf jeden Fall mal, um Lando Norris hinten zu halten, weil ich auch das DRS und natürlich auch ein bisschen was an ERS gespart habe. Wir saugen uns hier wieder dran und guck dich das mal an. Es ist so absurd. 350, 51, 55, 60 km/h, 360 km/h. Reicht es hier locker, da raucht es und der Perez, der fährt da innen über den Hardcore-Abweiser drüber. Ich glaube, da ist auch die Stange, sollte da tatsächlich auch, ja, geflogen sein. Während wir hier ja eigentlich fast schon am Rande auch an Fernando Alonso auf der langen Geraden vorbeigehen. Wir saugen uns hier an Perez, holen ihn vorbei, gehen die schnellste Rennrunde und gehen in die erste Kurve rein. Diesmal haben wir die Innenseite und übernehmen auch diesen Platz hier. Das ist P3 tatsächlich. Nein, Perez. Der hält hier noch einmal drauf, dann machen wir die Tür auf und es reicht, um hier den dritten Platz zu behaupten. Leute, macht dieses Rennen Bock. Es fühlt sich an, als ob ich die KI 10 Stufen runtergedreht hätte, aber nein, es ist tatsächlich heute das Auto, was den Unterschied macht. Oscar Piastri jetzt vor uns und auch der ist nur 9 Zehntel vor uns. Sprich, also ich bekomme auf der langen Geraden DRS, was für Piastri nicht spricht, denn er bekommt kein DRS aus der... Ja, Haarnadelkurve würde ich schon fast sagen, geht es hier raus, aber das war ein leichter Quersteher, da verlieren wir erstmal Zeit, aber sobald ich den Heckflügel aufklappen darf, ist, glaube ich, alles wieder in Ordnung. Jetzt geht es langsam, aber sicher hier mit DRS-Effekt und auch Windschatten-Effekt, ja, ganz, ganz nah an das Heck dran, bei 350 km/h können wir ganz spät hier, da zupft aber der PS-Treiber, habt ihr das gesehen, wie spät der da, ja, die Richtung gemoved hat, das, ja, war noch okay, aber... Ich würde fast sagen, das war schon sehr, 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 sehr spät. Sodala, jetzt haben wir aber auch den Nachteil, dass wir der erste Fahrer sind, der hier kein DRS bekommt. Also nein, wir sind eigentlich der zweite, aber Charles Leclerc ist natürlich auch von da vorne. Vielleicht reicht es aber dennoch, um heute endlich unseren ersten Sieg feiern zu können. Ich meine, wir holen auch jetzt ein bisschen auf Charles auf, vielleicht mit einem Undercut. Mal gucken, vielleicht ist da was drinnen. Vielleicht ist heute der Win drin, aber vielleicht ist auch nach dem Pitstop ja die ganze Magie vorbei und der weiße Reifen wirkt einfach nicht. Also das kann alles hier heute der Fall sein. Ab in den zweiten Sektor, Leute. Grün im ersten, aber wir haben auch wieder eine Zehntel auf Charles Leclerc verloren. Hinter uns geht es auch ordentlich zur Sache. Ich fahre hier den Sektor
auf natürlich nur Mittel, weil ich ein bisschen ERS für die lange Geraden brauche. Da wird sich jetzt mal rausstellen, ob das Ganze funktionieren wird. Wir sind vorne geblieben und mittlerweile sind wir in der 6. Runde und 2,5 Sekunden von Perez weg, aber auch wiederum Charles Leclerc ist 2,5 Sekunden, jetzt sogar schon 2,8 Sekunden von uns weg. Also das wird, verbremst hier, da gibt es auch zu Recht die Verwarnung, ich konnte die Kurve nicht einlenken, war ja viel zu spät, Ticken zu spät auf der Bremse und auch die Reifen sind natürlich jetzt nicht mehr, das neueste Material. Perez kann uns nicht richtig verfolgen und auch da hinten geht es drunter und drüber, hin und her, Piastri jetzt auf 5, Alonso auf 4, Perez aber auf der Geraden ändert sich das natürlich wirklich sekundlich, würde ich fast sagen. Also da geht es wirklich vor, zurück und mir gefällt es natürlich gut, weil so kann ich tatsächlich hier meinen meinen Vorsprung ausbauen, würde ich fast sagen. Jetzt ist Perez nach vorne, aber guckt euch das mal an, 2 Zehntel, nicht mal mehr ganz 2 Zehntel, 1 Zehntel und Alonso ist vorbei. Und das geht halt wirklich die ganze Zeit so und dadurch muss ich echt sagen, ist es für mich ziemlich, entspannt jetzt mal hier vorne, da die ganze Pace einzufahren und es ist ein bisschen schwieriger, Charles Leclerc irgendwie Druck zu machen. Wir waren die ganze Zeit bei 2,7 Sekunden, jetzt gehen wir 1-2 Runden früher rein, 74 km ganz spät, aber wir sind auch der Erste von dieser Spitzengruppe, der sich für diesen Pitstop entscheidet. Niemand hat sich sonst entschieden dafür. Aus der Box raus geht's jetzt hier, da ist die Vers, okay, das habe ich komplett übersehen. Es geht auf P21 raus und das ist auch eine Klatsche für Chano, denn der ist diesmal nicht 15 Sekunden vor uns, sondern 1,5 Sekunden hinter uns. Und das, obwohl wir schon gestoppt haben. Also seine Pace ist wirklich gar nicht da. Dive-Bomb-Manöver gegen Daniel Ricciardo, 20. Platz. Jetzt haben wir Lance Stroll, 19. Platz. Das ist aber mal eine Klatsche für den jungen Kanadier, der ja hier in der WM direkt gegen uns kämpft. Da bleiben wir mal hinten, da bin ich auch nicht zu dumm. Da nehme ich nämlich auch lieber das DRS und den Windschatten mit. Jetzt drehen wir aber keinen DRS mehr auf, weil ich tatsächlich mich schon so ein bisschen dran sauge. Und das reicht hier. Guckt euch mal den DRS-Effekt an. 354 km/h am Ende der Geraden. Er kämpft jetzt gegen Logan Sargeant. Da gehen wir jetzt rein ganz, ganz spät. Und wir übernehmen hier den 18. Platz. Das war nicht so gut. Nein, Mann, beide Mäuer berührt. Das war gar nicht so gut. Ein Ferrari ist an der Box und es ist der Ferrari, den ich brauche. Wir hatten hier wirklich einen tollen letzten Sektor. Verdammt schnell. Und da gibt es eine Strafe, habe ich gesehen, bei der Boxeneinfahrt. Oh nein, habt ihr das gesehen? Ich glaube tatsächlich, da hat sich... der K-Mac hat es, glaube ich, geschafft, aber der dahinter hat sich verbremst. Ist das... ich glaube, Albon hat sich hier komplett verbremst. Und da gibt es auch die 10-Sekunden-Strafe. Das, guckt euch das mal an. Das tut natürlich sehr weh aus seiner Sicht. Guan Yu Zhou jetzt vor uns und wir sind hinter Charles Leclerc rausgekommen. Aber der ist natürlich auch im Getummel. Der fightet hier herum. Da gehen wir jetzt ganz spät rein. Und wir übernehmen den 8. Platz vorerst mal. Pierre Gasly und Nico Hülkenberg trennen mich noch von Charles Leclerc. Das könnte jetzt wirklich ein Sekundenbruchteil sein, der uns da wirklich jetzt... da die Zeit kostet. Es ist schade, aber ich versuche natürlich alles, um noch einmal hier dran zu kommen. Am Schluss heißt es natürlich auch, wer die besseren Reifen hat. Das könnte natürlich jetzt schon eine Vorentscheidung gewesen sein, dadurch, dass wir ja eine Runde vorher schon drin waren. Aber ich will jetzt den Teufel noch nicht an die Wand malen. 3 Sekunden und der klebt da noch direkt dran. Ich glaube tatsächlich, wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Jetzt mal über Start und Ziel und da schauen wir mal. Wir bleiben zweit, aber es sind jetzt 4 Sekunden. Das ist natürlich gar nicht gut. Wir gehen in die 10. Runde vor. Wir jagen immer noch einen gewissen Charles Leclerc, aber der weiß sich da auch zu wehren. Der ist immer um die 4,8, 4,9 Sekunden vor uns. Also das ist ganz, ganz schwierig, das Ganze zu handhaben. Und da hinten ist jetzt mal die gelbe Flagge. Da ist jemand ausgeschieden anscheinend. Und Sektor... Nein, Charles Leclerc wird langsamer, Leute. Oh mein Gott, Alter. Der wird mir nicht mal mit einer gelben Flagge angezeigt. Auf der Minimap ist hinten gelb und jetzt auf einmal ist Charles Leclerc gelb. Nein, das ist ein Zeichen vom Himmel, Leute. 5 Sekunden Vorsprung zum zweitplatzierten Perez und wir holen uns, wir müssen uns das hier noch einmal angucken. Das ist schon fast ein Skandal. Guckt euch das mal an. Der wird hier mitten auf der Geraden langsam und er zieht dann auch noch nach links rüber. Guckt euch den mal an. Der macht diesen Linksmove. Er wollte natürlich hier zu Austin, aber
Das ist nicht mal angeschildert worden, dass hier eine gelbe Flagge ist. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz brenzliche Situation gewesen. Und wenn das heute so ausgeht, Leute, holen wir nicht nur unseren ersten Sieg, sondern auch die schnellste Rennrunde. Da haben wir noch einmal bei Charles Leclerc. Und wow, was ist das bis jetzt bitte für ein verdammt starkes Rennen. Wir sind hier in der 12. Runde. 4,8 Sekunden vor dem Zweitplatzierten haben die schnellste Rennrunde mit und ich kann tatsächlich mein Glück nicht glauben. Es ist heute ein unfassbar geiles Rennen und ich hoffe, dass das nur so weitergeht. Wir gucken noch einmal auf ein paar Highlights hier. Wir saugen uns hier an Fernando Alonso in der 2. Runde dran und da war es wirklich mit über 360 km/h. Der Überschuss war halt gottlos. Das war wirklich unfassbar, wie wir hier... vorbei. Oh mein Gott, was macht denn Alonso hier? Der hüpft da innen über den Abwehr, aber sowas wie vorn. Oder war das etwa auch ein bisschen meine Schuld? Zu wenig Platz gelassen, Fragezeichen? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ja, hier auch dann noch einmal gegen Perez in der 3. Runde. Das war ganz, ganz clean gemacht. Da konnten wir auch diesmal endlich ohne Verbremser das Ganze machen. Und wir sind in der 14. Runde mittlerweile. Die 4,8 Sekunden halte ich wie kein anderer. Das ERS-Management ist ein Riesenthema auf dieser Strecke. Auch hier, da gehe ich gerne mal in Mittel. Jetzt bleibe ich auf Hotlap drauf. Aber da gehe ich gerne mal auf Mittel, dass wir auf der langen Geraden was haben. Das Ding ist halt wirklich, was ich in den kurvigen Teilen verliere, mache ich fast doppelt so gut wieder weg auf den Geraden. Also da ist wirklich der Audi, das ist die Riesenstärke des Audis. Der Top-Speed auf den Geraden und den braucht man halt gerade in Las Vegas. Das ist auch keine andere Strecke so wichtig wie auf dieser Strecke. Vielleicht noch Katar oder auch, wo ist denn das, wo gibt es denn da noch so eine lange Geraden, Mexiko eventuell. Aber da hatten wir Riesenprobleme. Also Mexiko vor allem, im Katar kommt er erst morgen oder übermorgen. Schaut doch unbedingt gern vorbei, macht doch gern Däumchen oben. Jetzt sind wir 4,5 Sekunden. Ja, Verstappen kommt, Perez immer näher. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das Ganze gut managen können, dass wir hier wirklich verdammt, verdammt schnell unterwegs sind. Und wir sind in der 17. Runde, Leute. Hier habt ihr es gesehen, Mittel waren wir jetzt dran. Und ich halte auch hier die ganze Zeit auf Mittel drauf. Das ist mir auch egal, wenn ich hier 3, 4, 5 Zehntel verliere, weil auch Verstappen jetzt immer näher an Perez drankommt. Doch das wird nicht mehr reichen in den 1,5 Runden, die mir da noch bleiben, dass ich da jetzt noch überholt werde oder so viel Zeit verliere. Jetzt darf ich auch ein bisschen ERS verbrennen. Das Problem ist halt wirklich, dass du so viel ERS bei den ersten 1, 2 Sekunden verbrauchst, dass das Ganze halt auch wenig Effizienz hat. 3,9 sind es jetzt wieder. Einmal kurz drauf gedrückt, guckt euch mal an. Einmal kurz drauf gedrückt, eine Zehntel auf. Es war mir jetzt schon wieder schneller. Also und wir sind wieder beim alten Vorsprung von 4,2 Sekunden. Das ist tatsächlich easy going, wie wir hier das Ganze handhaben können. Es geht in die letzte Runde, Leute. Die letzten 5,5 Kilometer trennen uns hier im Audi in Season Number 1 von unserem ersten Sieg. Ab in Turn 1 rein, Leute. Noch einmal etwas mehr als 5 Kilometer hier zu fahren. Es sind, glaube ich, 6 sogar, oder? Etwas mehr als 6 Kilometer zu fahren. Jetzt auch hier Turn 2 gut erwischt. Der Exit war sauber. 4,1 Sekunden. Da hinten wird es noch einmal knapp zwischen Perez und Verstappen. Das hat aber uns nichts zu bedeuten. Jetzt geht rein in diese kurvige Sektion. Da links haben wir gleich die 4. Und dann heißt es nur noch einmal hier natürlich das ERS auf Mittel runterdrehen, um sich das ERS zu sparen. Am gelben Smiley geht es vorbei, obwohl man gesagt hat, dass man diese Signalfarben rot, gelb, blau mal weglässt. Egal. Mich lenkt es nicht persönlich ab. Jetzt geht's runter auf Hotlap schon einmal und wir gehen noch einmal in die Haarnadelkurve rein. Es wird noch einmal knapp zwischen Perez und Max Verstappen hier in den Scheitel fast nicht erwischt. Und dann geht's hier raus, Leute. Drückt uns die Daumen. Wir sind's fast. Wir haben's fast geschafft. Noch einmal die lange Geraden am Strip entlang hier. Casinos, Hotels, whatever. Millionen wurden hier schon gewonnen, aber auch Millionen wurden hier schon verloren. Und dann geht's runter. Oh, Verstappen hat sich wirklich noch Perez geholt. Dann geht's runter hier in die letzte Schikane rein. Links, rechts und dann noch einmal links. Und wir sind am Weg zur letzten Kurve, Leute. Die Full Speed Turn 16 Kurve. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist es uns gelungen. Letzte Kurve, Leute. Die Jacket Flag ist draußen. Und wir gewinnen unseren ersten Grand Prix mit dem Audi-Team. Ich bin mehr als stolz. Es war ein verdammt geiles, spannendes
packendes und auch glückliches Finale. Denn wenn Leclerc nicht ausgeschieden wäre, hätten wir das nie im Leben gewonnen. Aber auch manchmal muss das Glück mitspielen. Wir sind Drive of the Day geworden, holen uns auch die schnellste Rennrunde. Und da haben wir das verdiente Podium. Sieg unter den Neonlichtern von Nevada. Heute war Entschlossenheit beim Überholen gefragt. Diese Art von Rennsiegen macht so viel Spaß, weil man nicht einfach so gewinnt. Da war heute harte Arbeit nötig. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Es war wirklich eine Mega-Fahrt bis hierher. 2 Zehntel waren wir schneller als Max Verstappen. In der Weltmeisterschaft macht das zwar nicht viel aus, außer dass wir uns von Lance Stroll abgekapselt haben. Und auch in der Konstrukteurs-WM sind wir jetzt easy auf dem 6. Platz. 2 Rennen vor Schluss und einen Sprint vor Schluss. Heißt es also hier, wir sind mit 250 Punkten hinten, aber auch Lando Norris könnte theoretisch rechnerisch noch Weltmeister werden. Also, das wird noch eine lange, lange, lange Season, was nur noch 2 Rennen sind auf Deutsch. Also 3. Und hier haben wir dann unseren Rivalen. Haben wir heute wirklich auch alles geschlagen, George Russell? Da sind wir jetzt mit 6-4 vorne. Aber ich bin mir auch sicher, dass das in 1-2 Rennen vielleicht sich nochmal deutlich ändern könnte. Und auch in der nächsten Season wird das bestimmt noch einmal zum, sagen wir mal, Spannungsfaktor werden. Auch hier $500.000 gibt es fast obendrauf. Und einen neuen Sponsor brauchen wir auch. Denn Oquira oder wie die heißen, haben sich verabschiedet. Aerodynamik, Chassis heißt natürlich noch einmal für nächste Season. Und da bin ich natürlich voll dabei. Diese Season ist eigentlich schon vorbei. Wir sollten uns da wirklich auf die, morgen oder übermorgen steht dann Katar an. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.